Herzlich willkommen beim Bastelschwaben. Ich habe es in den letzten Videos ja schon mal gesagt, dass ich mich von meiner Tischfräse getrennt habe und ich wieder auf den mobilen Frästisch umsteigen muss, aus Platzgründen. Und den möchte ich mir heute bauen. Ich habe mir ja die Tritonfräse schon dazu gekauft und die möchte ich heute in den Frästisch einbauen. Und zwar mit ein paar so besonderen Kniffs. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht oder dabei sein wollt, bleibt ihr dran. Nach dem Intro fangen wir an. Ja, die Tritonfräse, die war bei mir schon einigermaßen im Einsatz. Ich bin eigentlich auch soweit zufrieden damit. Das Ganze möchte ich jetzt in einen Frästisch einbauen. Wenn möglich, so ein bisschen mit Materialien, die ich schon habe. Ursprünglich war geplant, dass ich mir einen Original-Triton-Frästisch dazu kaufe. Dann habe ich mich aber wieder aus Platzgründen dagegen entschieden, weil den weiß ich dann wieder nicht, wo ich ihn hin tue. Und den Tisch, den was wir heute bauen, den möchte ich so fest bauen oder so bauen, dass ich den auch an der Werkbank kombinieren kann. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Das, was ich als allererstes mal machen möchte, ist, da sind ja diese Schlossschrauben, wo man praktisch diese Grundplatte von der Fräse serienmäßig einhängen kann. Die möchte ich ganz gern wieder verwenden, weil das finde ich nämlich gar nicht einmal schlecht. Selbstverständlich natürlich auch die Höhenverstellung, die brauche ich genauso. Und dann würde ich sagen, versuchen wir einfach mal unser Glück. Ich habe da schon so ein bisschen Hintergedanken, ich habe auch einiges an Material da, das ich dafür verwenden möchte. Und mit dem werden wir heute arbeiten. Ich habe hier noch ein Stück 21er Multiplexplatte, die nehme ich auf jeden Fall mit her, weil die passt eigentlich das perfekt. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich dieses DuPont, das ist ein Verbundstoff, das ist außen Alu und in der Mitte Kunststoff, das ist extrem stabil. Das ist 4 mm stark. Geplant ist jetzt einmal so rein vom Gedanken her, das ist noch nicht ausgereift, dass ich da zwei Lagen übereinander mache. Und zwar die Grundlage, an der ich die Maschine festschraube und auch die Schrauben einhängen kann. Und die obere Lage, die praktisch diesen Ausschnitt erzeugt, wo die Adapter mit reinkommen, weil dann habe ich nämlich eine einzige Oberfläche. Das ist wieder eins von den Projekten, wo ich wieder anfange und ich plane beim Arbeiten. Also das Ding ist noch nicht fertig in meinem Kopf. Ja, ich habe 165 mm und das Ding hat 30. Wenn ich da 30 mal 20 mache, 30 mal 20, das wäre dann genau die Grundfläche von der Säge, von der Fräse. Das heißt, ich könnte die Fräse dann komplett nach oben rausnehmen, wenn ich das möchte. Stabilitätsmäßig, wenn da nur eine 2, die oben drüber kommt, die fest verklebt ist, dann kann da gar nichts mehr passieren. Das hört sich gut an. Das machen wir so. Okay, dann hätte ich gesagt, schneiden wir uns als allererstes einmal das zusammen zu. 30 cm in der Länge, die lassen wir. Und da machen wir 22 cm. Und das schneiden wir uns am besten gleich auf der Kreissäge zu. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass man diesen Verbundstoff, weiß ich jetzt nicht mehr, entweder komplett senkrecht oder komplett waagerecht schneidet. Ich glaube komplett senkrecht wegen der Wärmeentwicklung oder wegen dem Rupfen. Nee, komplett niedrig.
einiges, der Frästisch. Ja, ich habe es das mal anders gemacht. Ich habe das mal das Ganze mit Musik unterlegt und habe es im Schnelldurchlauf machen lassen, ohne dass ich was kommentiere. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie euch die Version gefällt. Mir persönlich gefällt es ein bisschen besser, wenn ich mit euch reden kann, wenn ich euch ein bisschen erzählen kann, was meine Gedankengänge sind. Aber jetzt haben wir es mal so rum gemacht. Es ist für mich auf jeden Fall einfacher zum Schneiden, weil ich nicht laufend auf irgendwas achten muss oder irgendwas vergiss. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei beim Zuschauen. Und mein Gott, ein Frästisch, wie oft ist er schon gebaut worden? Und jeder hat so seine Ideen dabei. Ich habe bei mir ein paar Ideen für umgesetzt, habe einfach Material hergenommen, das ich da gehabt habe. Wenn ich die Internetseite finde, wo ich das DuPont-Material finde, dieses Verbundmaterial, dann verlinke ich es euch unten. Ansonsten habe ich nur Reststücke genommen, die ich sowieso da gehabt habe. Der Parallelanschlag, den hatte ich an meiner ganz alten Tischfräse schon, an meiner ersten, und eben auch in dieser Schiene drin. Und das ist ein übrig gebliebener Anschlag aus meiner PTS 10. Also, und den habe ich mir damals, die Flanken, sauber geschliffen, dass die ganz exakt da drin laufen. Ich denke mal, an dem ganzen Teil ist noch ein bisschen ein Silbergleit drauf und dann flutscht und funktioniert das Ganze so, wie es eigentlich soll. Die Vorteile von dem Frästisch sind einfach, dass ich jetzt da hinten einen komplett bündigen Übergang habe zu meinem Arbeitstisch. Sollte ich mal wirklich große Sachen fräsen müssen, dann kann ich die da oben auflegen. Dann kann ich ja da hinten einen Anschlag hinspannen. Das ist der große Vorteil von dem Ganzen. Und was für mich jetzt auch noch ein großer Vorteil ist, außer dass ich ihn jetzt relativ leicht entfernen kann, wenn es mal schnell gehen muss und ich brauche nicht unbedingt eine große Vorrichtung, dann mache ich mir einfach da rein. Spanne da hinten fest und habe hier meine Auflage für den Frästisch. Also das ist die zweite Variante, die ich mir da extra dafür freigehalten habe. Er funktioniert ganz genauso und ich kann halt hier auf meinem Schiebeschnittenverbreiterung kann ich halt jetzt trotzdem fräsen. Das ist mal so eine ganz schnelle Variante. Dauert der Einbau auch nicht länger als wie auf der anderen Seite, aber oft ist es halt so, dass man halt da drüben auch manchmal keinen Platz hat. Und wenn es halt einmal ganz große Sachen sind zum Fräsen, die wohl extrem lang sind, dann tue ich mich hier auch leichter, weil mit dem Schlitten kann ich halt doch ein bisschen hin und her fahren. So, das habt ihr gesehen. Da unten habe ich lediglich so ein Holzstecken reingemacht. Da habe ich ein Loch reingebohrt. Habt ihr ja gesehen. Und das Ganze steht eigentlich sehr sicher. Mit den Einlagen, das habt ihr auch gesehen. Das ist so eine Variante von mir gewesen. Für mich eigentlich die praktischste Variante, muss ich sagen. Das Einzige, was ich jetzt festgestellt habe, ist, ich muss irgendwas machen, dass ich sie rausmachen kann. Also, da lasse ich mir jetzt noch was einfallen, dass ich die vielleicht einen Kippmechanismus einbaue, dass ich bloß auf einer Seite drücken muss, um dass sie rausgeht. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Die Idee mit diesem aufeinandergeklebten Verbundstoff war für mich eine einfache Sache. Ihr habt ja gesehen, ich habe ziemlich viel mit Epoxidkleber gemacht. Das hat damit zu tun, dass ich Oberflächen habe, die nicht mit dem Holz kompatibel sind. Ja, das war's dann schon für mich. Also, ihr seht schon, es ist kein Hexenwerk gewesen, der Frästisch. Und mir hat er unheimlich Spaß gemacht. Was jetzt da hinten noch hinkommt, ist die Absaugung. Da wird noch eine Absaugung angeschlossen. Da muss ich aber mal schauen, ob ich die Absaugung rein hier drüber mache oder ob ich da eine Kombination mit unten mache. Deswegen ist die noch nicht gebaut. Das muss ich mal im Test ein bisschen erproben, ob es reicht, wenn ich unten absauge, ob es reicht, wenn ich da hinten absauge oder ob ich beide absaugen muss. Ich verbleibe euer Bastelschwabe, sagt tschüss, bis zum nächsten Video und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!